Sehr gut, fein gemacht. So, das Training ist zu Ende. Das war heute aber lang. Nicht wahr, Junge? Du hast ihn aber sehr gut unter Kontrolle. Besser als manche andere. Echt? Habe ich das? Oh, danke. Ja, du bist ein ganz feiner Junge, ne? Das bist du. Ich weiß echt nicht, was manche gegen dich haben. Er ist ein bisschen, naja, arrogant. Haha. Ha. Ist aber so. Auf jeden Fall habe ich mit meiner Mutter gesprochen. Und? Darfst du ihn kaufen? Nein. Außerdem bin ich mir noch nicht mal sicher, ob sie ihn verkauft, ob Samira ihn verkaufen würde. Ja, stimmt. Naja. Morgen machen wir eh weiter mit dem Training. Wollen wir heute vielleicht noch ausreiten? Ich habe Stitch aber schon bewegt. Ach so, okay, dann nicht. Gut, kommst mit mir bei Flora helfen ein bisschen? Oh ja, gerne. Okay, ich gehe dann schon mal vor. Du kannst ja noch ein bisschen bei Santi bleiben. Ich hole sie schon mal raus. Ja, bis gleich. Abby, was auch immer du tust, schau jetzt nicht nach hinten. Wieso? Das gibt's doch nicht! Ich hab dich gewarnt. Ja, also sie kannst du schon sehr gut reiten. Ach wirklich, das ist ja toll. Vielleicht machen wir die Reitstunde ja gleich morgen. Kann's nicht heute schon sein? Eigentlich habe ich ja jetzt was frei, aber das wäre jetzt so kurzfristig, oder? Nee, wir hätten genau jetzt Zeit. Ja, dann ist ja sehr gut. Eine Einzelstunde, okay? Okay, Tara. Na dann. Abby, kommst du mal? Bitte geh für mich, bitte geh für mich, bitte geh für mich. Sie hat aber dich gerufen. Bitte geh für mich. Sorry. Oh Mann. Ja. Abby, zeigst du eventuell, wo der Sören steht? Ja, klar, soll sie den Sören reiten. Aber ich muss jetzt aufs Klo. Kann das Alicia machen? Oh, na schön, dann macht's halt Alicia. Danke! Ich geh aufs Klo. Du sollst machen. Dein Ernst benutzt jede Ausrede. Aber okay. Okay, hier bin ich. Wen soll ich jetzt zeigen? Den Sören. Und dann gleich noch mal ein bisschen helfen beim Fertigmachen, okay? Er gibt hier seine Rufe nicht so gern her. Klar, gerne. Okay, dann da komm mit, Tara. Ja, Alicia. Ach, sie kennen sich schon? Also, Abby kennt sie schon, aber von der anderen weiß ich nichts. Danke, Alicia. Gerne. Oh, das gibt's doch nicht! Mann! Naja, sie ist seit der Grundschule mit mir in derselben Klasse. Okay, jetzt nicht mehr, seit der 5. Aber in der Grundschule. Zuerst war meine beste Freundin. Und danach hat sie mir alles nachgemacht. Und danach hat sie noch so gemacht, als ob sie ein eigenes Pferd bekommen hätte. Hat sie aber natürlich nicht. Sie hat mich die ganze Zeit angelogen. Und dadurch sind wir nicht mehr Freundinnen. Und außerdem ist sie einfach nur gemein. Und sie hat mich die ganze Zeit auch auf mich Ausdrücke gesagt. Sie ist einfach nicht würdig, meine Freundin zu sein. Ja, du kriegst noch deine Leckerlis. Warte nur ein bisschen, ich will ja mal zuschauen. Früher hat sie immer gesagt, sie hasst Pferde. Und was jetzt? Kann sie nicht gut reiten, Abby? Ja, perfekt. So, sehr gut. So, jetzt bleibst du kurz stehen und ich gute mal nach. So, sehr gut.
Und du kannst weiter tragen. Sogar Rose würde sie auch noch besser treiben können als sie. Und Galak. Ach, denkst du? Ich weiß es. Sehr gut. Es ist dabei sehr gut. Er schlittert auf dem Boden, als ob er keine Ahnung was tut. Abby, misch dich da nicht ein. Ich bin hier Reitlehrerin. Ich weiß wohl was, ob sie es gut macht oder nicht. Das gibt's doch gar nicht. Tja, schon so spät. Ich gehe da mal lieber.